Herzlich willkommen bei Prof de Panam, dem Kanal mit Lernvideos zur französischen Grammatik, Geschichte und Landeskunde. Ja, dieses Video beschäftigt sich mal mit Paris. Die Überschrift ist Paris pleite. Ich habe in der letzten Zeit einige Artikel gelesen, die mich aufhorchen ließen. Wir haben uns zwar schon an eine Art Krisenmodus gewöhnt. Wir leben in einer Klimakrise, wir leben in einer Energiekrise, wir haben hohe Inflation und trotzdem kann ich nicht einfach darüber hinweggehen, wenn es um eine Stadt geht, die ich für die großartigste der Welt halte. Deswegen machen wir jetzt mal ein Video zur Stadt Paris. Was habe ich gelesen? Also was ist eigentlich mit Paris los? Das ist jetzt die übergeordnete Frage. Was habe ich also gelesen? Zum Beispiel hier in der Zeitung Libération, hausse de 52% taxe foncière d'Adie accuse Hidalgo de braquer les Parisiens alarme fiscale. Ja, also es geht hier um die Erhöhung der Grundsteuer auf Immobilienbesitz um 52%. Und Rachida Dati, die Bezirksbürgermeisterin des 7. Arrondissements und ehemalige Justizministerin, beschuldigt die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, die Pariser auszurauben mithilfe der steuerlichen Waffe, wörtlich, Alarm Fiscal. Eine ähnliche Überschrift findet sich in Le Monde vom 7. November. La taxe foncière à Paris va augmenter de plus de 50% en 2023, annonce Anne Hidalgo. Also die Grundsteuer in Paris wird also mehr als 50% steigen im Jahr 2023. So kündigt Anne Hidalgo an. Jedoch hier im Untertitel schon etwas differenzierter. Diejenigen Immobilienbesitzer, die ihr Haus renovieren lassen hinsichtlich Energiesparrichtlinien, würden von dieser Steuer befreit werden. Une exonération totale est prévue pour les propriétaires engagés dans la rénovation thermique und so weiter. Ja, und schließlich, was bei mir der eigentliche Auslöser für dieses Video war, ist diese Überschrift aus Le Figaro vom heutigen Tag, Anne Hidalgo, la faillite annoncée, also der angekündigte Bankrott. Deswegen auch die Überschrift, ist Paris pleite? Schauen wir uns das einmal an, angelehnt an den Artikel aus Le Figaro, aus dem ich gerade schon die Überschrift zitiert habe. Ich verlinke euch diesen Artikel am Ende des Videos. Und zwar wird tatsächlich die Grundsteuer um mehr als 50% erhöht. Das kann man als eine Reaktion auf die Rekordverschuldung der Stadt sehen. Die Schulden belaufen sich zurzeit auf etwa 7,7 Milliarden Euro. Anne Hidalgo bricht damit ein Wahlversprechen aus dem Wahlkampf von 2020. Sie hatte versprochen, keine lokalen Steuern zu erhöhen, aber sie schien offenbar keine andere Wahl gehabt zu haben. Denn ansonsten droht in Paris etwas, das wir in Deutschland auch kennen, nämlich eine Art Haushaltssicherungsverfahren, das eben die nächsthöhere staatliche Institution die Ausgaben und Einnahmen, den Haushalt also der Stadt überwachten. In dem Fall ist es natürlich der französische Staat, der dann sozusagen die Verwaltung, die Finanzverwaltung der Stadt Paris übernimmt. In Paris, muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen, arbeiten mehr Beamte als in der Europäischen Kommission. Man schätzt, dass es zwischen 53.000 und 56.000 sind. Interessanterweise kann man es gar nicht genau feststellen. Je nach welcher Quelle man zugrunde legt, gibt es einen Unterschied zwischen 3.000 Personen. Und das ist schon enorm, finde ich. Im Jahre 2001 übernehmen erstmals die Sozialisten mit Bertrand Delanoë hier im Foto das Amt des Bürgermeisters von Paris. Zu diesem Zeitpunkt hat Paris keine Schulden, sondern mehrere hundert Millionen Euro Guthaben und in Anführungszeichen nur 40.000 städtische Beamte. Dann 2014 übernimmt dann Anne Hidalgo das Bürgermeisteramt von seinem Vorgänger Bertrand Delanoë. Sie ist also auch Mitglied der Sozialistischen Partei und setzt die Politik seines Vorgängers und Parteifreunds fort. Hier ein Bild von Anne Hidalgo. Und wesentliche Ziele der sozialistischen Stadtpolitik sind, man muss wissen, dass
im Stadtrat von Paris eine sozialistische und grüne Mehrheit besteht, sodass Anne Hidalgo auch auf die Stimmen der grünen Abgeordneten, der grünen Stadtverordneten angewiesen ist. Ziele sind also seit Bertrand Delanoë Déplacement, Aménagement urbain und Mixité sociale, wie man in einem Artikel vom 6.11.2006 in der Zeitung Le Moniteur nachlesen kann. Ja, gehen wir mal die einzelnen Ziele durch. Déplacement gemeint ist natürlich, wie man sich in der Stadt fortbewegt. Und hier ist natürlich auch durch grünen Einfluss geschuldet eine Verringerung des Autoverkehrs gemeint, ein ökologischer Umbau, das heißt also mehr Fußgängerfreundlichkeit, mehr Radfahrer, Ausbau des ÖPNV oder wörtlich übersetzt eine Neuverteilung des öffentlichen Raums. Was ist daraus geworden in der bisherigen Politik von Anne Hidalgo? Man hat also Fahrradstreifen in Paris massiv ausgebaut, auch auf Kosten von Busspuren und dabei auch ganze Busspuren geschlossen, zum Beispiel auf der Rue de Rivoli, die also parallel zum Louvre entlang führt. Ein Beispiel, wie das der Figaro in dem Artikel so ein bisschen süffisant zusammenfasst, also bei schönem Wetter fahren ca. 12.000 Fahrräder über die Rue de Rivoli. Die RATP, also die Gesellschaft, die die Pariser Busse und U-Bahnen betreibt, befördern gleichzeitig auf der gleichen Strecke 250.000 Menschen täglich mit Bus und Metro. Außerdem verlangsamen sich die Linienbusse durch den Rückbau von Busspuren um 30% innerhalb der letzten 15 Jahre. Das heißt, ein Linienbus, der die gleiche Linie wie vor 15 Jahren fährt, ist heute 30% langsamer. Dann weitere Folgen dieser Politik, zum Beispiel Aufbau einer Straßenbahn-Ringstrecke um Paris, also über die Boulevard des Maréchaux. Das sind also Boulevards, die einmal rund um Paris gehen und die nach den Marschällen der französischen Armee, hauptsächlich aus der Zeit Napoleons, benannt werden. Deswegen heißen diese Straßen Boulevard des Maréchaux. Da fuhr früher eine Buslinie, PC genannt, Petite Ceinture war die Abkürzung. Und mittlerweile hat man dort verschiedene Straßenbahnabschnitte gebaut. Anstelle, das ist schon zur Zeit Bertrand Delanoës beschlossen worden, man hätte stattdessen aber auch eine alte stillgelegte Ringeisenbahn nutzen können, die seit 1938 stillgelegt ist und im Jahre 1900 mehr als 30 Millionen Gäste pro Jahr hatte. Der Rechnungshof in Frankreich rechnet vor, dass eben eine Reaktivierung dieser stillgelegten Strecke 30% weniger gekostet hätte. Die Bahnen wären 30% schneller gefahren, hätten 30% mehr Fahrgäste zum gleichen Preis befördert. Hier ein Bild der neuen Straßenbahn in Paris und hier nochmal ein Bild der alten Petite Ceinture, also der Ringeisenbahn, wie sie bis 1938 gefahren ist. Dann nochmals die Hauptziele der sozialistischen Politik. Déplacement haben wir damit abgehandelt. Kommen wir jetzt zum Aménagement urbain. Gemeint ist eine Um- und Neugestaltung des öffentlichen Raums. Zum Beispiel hat man den Boulevard Magenta, der in der Nähe der Gare du Nord entlang führt, für 23 Millionen Euro neu gestaltet. Was allerdings als gescheitertes Projekt gilt, auch von Anne Hidalgo selbst als gescheitert eingestanden. Dann hat man bislang 12 Millionen Euro ausgegeben, um die Place de la République umzugestalten, wobei man dummerweise einen Stein gewählt hat, der viel zu glatt ist und daher eine Gefahr für Radfahrer und Fußgänger ist. Also sind wahrscheinlich schon viele Leute einfach da gefallen. Daher ist eine erneute Umgestaltung erforderlich, was wiederum die Kosten weiter in die Höhe treibt. Außerdem kam es infolge der Neugestaltung zu massiven Wassereinbrüchen in die Tunnel der Metro, was auch wiederum weitere Kosten verursacht hat. Hier nun mal ein Bild vor der Neugestaltung und ein Bild nach der Neugestaltung der Place de la République. Ja, eine Bilanz der Politik Hidalgos in der Hinsicht, in der was die Neugestaltung des öffentlichen Raums angeht. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren,
dass es sich hier um eine maßlose Verschwendung öffentlicher Gelder handelt, die in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen stehen, was dann natürlich auch zu einem zunehmenden Geldmangel in der Stadtkasse führt, was eben auch die Verringerung von städtischen Diensten zur Folge hat, beispielsweise in der Müllabfuhr. Wenn die meisten Dinge, die ich jetzt gerade besprochen habe, normalen Touristen bei Kurzaufenthalten in Paris nicht auffallen dürften. Aber was auffällt, ist, wenn man jahrelang immer regelmäßig in Paris ist, dass die Stadt immer mehr verschmutzt. Es quellen auch Abfallbehälter über, Straßenschäden nehmen zu oder Schlaglöcher. Und was besonders unappetitlich ist, die Ratten nehmen einfach zu. Ja, die Jagd auf Ratten ist in Paris eröffnet. Man kann auch im Internet da interessante Bilder finden. Die habe ich euch jetzt hier erspart, aber könnt ihr ja mal nachgoogeln. Was noch viel schlimmer ist, dass Einwohner die Stadt Paris verlassen. Und zwar innerhalb der letzten 5 Jahre waren es etwa 60.000 und damit auch 11.000 Kinder, was eben auch Folgen für das Bildungswesen hat, sodass in Paris auch Schulklassen geschlossen werden müssen. Vor einigen Tagen titelte Le Figaro mit einem anderen Artikel und fragte, wie lange wird es noch dauern, bis Paris die magische Schwelle von 2 Millionen Einwohnern unterschreiten wird. Man rechnet etwa in 30 Jahren damit. Paris wird also zunehmend weniger attraktiv für einfache Leute. Es können sich also nur noch reiche Menschen offensichtlich die hohen Steuern leisten. Und das scheint wohl eher das Gegenteil der sozialistischen Politik zu sein. Wenn wir hier noch den dritten Punkt angehen, Mixité sociale, gemeint ist ja sicherlich, dass es eine gesunde Mischung von verschiedenen Bevölkerungsschichten sein soll, die sich in Paris eben treffen können. Offenbar werden die unteren Gesellschaftsschichten zunehmend aus der Stadt verdrängt, meistens in die Vorstädte oder dann eben, ja, seit Corona ist ja das Landleben auch groß in Mode gekommen. Ja, das ist leider ein etwas düsteres Bild, was ich hier von Paris zeichne. Hinzu kommt noch, das muss man auch sehen, dass eben Anne Hidalgo eine, für die Politik sicherlich gute Eigenschaft besitzt, nämlich dass sie eben durchsetzungsfähig ist und von ihrer Linie überzeugt ist. Das hat aber als Kehrseite zur Folge, dass sie eben auch, beratungsresistent ist. Sie scheint in keiner Weise irgendwie gewillt, aus diesen Niederlagen, aus diesen negativen Dingen, die ich hier versucht habe zu skizzieren, zu lernen. Und jetzt wird es spannend. Man bereitet sich ja in Paris auf die Olympischen Sommerspiele für 2024 vor. Und da sind noch einige Herausforderungen zu bewerkstelligen. Beispielsweise, wie schafft man es, die Millionen erwarteten Gäste in Paris mit öffentlichen Verkehrsmitteln sinnvoll zu bewegen. Aber wir werden das weiter beobachten und ich werde vielleicht auch mal ein weiteres Update zu diesem Video geben. Bis hierhin vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und tschüss.